In der Kreisklasse zählen die Kicker des in schwarz-grau gekleideten FC Herrensee inzwischen zwar zu dem kleinen Kreis der Aufstiegsaspiranten. Doch eine Spielklasse höher in der Kreisoberliga ist der MTV Alt-Landsberg aktuell in der Tabelle auf Platz 5 zu finden. Und somit gingen die grün-schwarz gekleideten Randberliner als Favoriten in dieses K.O.-Spiel des Ostbrandenburg-Pokals auf dem Sportplatz am Strausberger Marienberg. Aber bekanntlich schreibt der Pokal seine eigenen Geschichten, so auch am 13. November. 10 Spielminuten mussten erst verstreichen, bis das Spiel richtig Fahrt aufnahm. Die Altlandsberger von rechts nach links. Timo Säger mit Fallrückzieher Pässchen für seinen gestarteten Kapitän Kevin Borowski. Der schüttelt Herrensees Kapitän Kia Banu mit einer Drehung ab und dann hat Altlandsbergs Torgarant freie Bahn in den Strafraum und ins kurze Eck zum 0:1 in der 11. Spielminute für die Gäste. Der 23-jährige Borowski antritt schneller und im Strafraum nicht mehr zu stoppen. Und auch Torwart Müller agierte unglücklich, machte die Kurze zu weit auf. Borowski sagt mit seinem 11. Saisontor Danke und bringt den Favoriten auf die Siegerstraße. Aber nur für wenige Minuten, denn die Strausberger ließen sich nicht beirren. Angetrieben durch ihre Fans kämpften sie sich zunehmend in die Partie. Pedro Amaral umspielte den ersten Altlandsberger, blieb dann allerdings an Alexander Heckendorf hängen. Der Schiedsrichter sah hier ein Foulspiel, Freistoß in der 14. Minute aus aussichtsreicher Position. Der 1,93 Meter große, beidfüßige Abwehrspieler Lorenzo Lüttke übernahm die Verantwortung und zirkelte die Kugel aus gut 20 Meter ins lange Eck. 15. Spielminute, Ausgleich. Naja, Freistoßtore sind gerade in der Liga oder eigentlich in jeder Liga immer was Besonderes, klar. Aber wir haben uns in dieser Saison entschieden, dass wir den Lolo, den Lorenzo, mal öfter ranlassen. Und der hat jetzt, glaube ich, schon in der laufenden Saison 3, 4, 5 Freistoßtore geschossen. Also wir wissen, wenn der am Ball ist, dann kann da schon was passieren. Und tatsächlich ist es gekommen. Lüttke schnürte einst seine Töppen für den FC Strausberg. Doch seit 3 Spielzeiten tritt er nun für den FC Herrensee an. Die MTV-Fünfmannmauer brüchig und Torhüter Pascal Hinkelmann machtlos. Die Freude der Heimmannschaft riesig, die der Fans noch größer. Dafür jedoch Frust auf der Gegenseite. Der Altlandsberger Matchplan trotz Stammaufstellung war dahin. Also wie gesagt, wir wussten, dass das Spiel heute sehr anstrengend wird. Wir wussten, dass es sehr intensiv wird. Herrensee agiert mit einer hohen Intensität, Motivation, ja, mit einer gewissen Geschwindigkeit. Dort wollten wir gegenhalten, haben uns vorgenommen, dass wir die ersten 20 Minuten, erste Viertelstunde eigentlich unser Spiel aufziehen wollen, gegenhalten, pressen wollen, vorne zustellen wollen. Haben, denke ich, ein gutes Tor gemacht. Das war schön rausgespielt von hinten, einen guten Abschluss gehabt. Ja, dass wir natürlich dann 5 Minuten später durch einen, ich sag mal, unglücklichen Freistoß dann das 1-1 bekommen, der aber sehr gut getreten war, aber in meinen Augen vertretbar war. Haben wir ein bisschen Pech und kommen nachher mit 1-1 in die Halbzeit. Im zweiten Spielabschnitt die Gastgeber von rechts nach links mit der ersten Chance auf die Vorentscheidung wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff. Herrensee über ihre linke Seite, schönes Solo des schnellen 92er da Silvanetto zur Grundlinie. Doch der Altlandsberger Strafraum ist unbesetzt und so blieb es beim 1:1. Ansonsten ging aus dem Spiel heraus wenig, lediglich nach ruhenden Situationen sollte es in den Strafräumen ein wenig gefährlicher werden. Beispielsweise Mitte der 2. Halbzeit, gut 30 Meter bis zum Herrenseer Tor. Rico Heffner mit der Flanke in den Strausberger 5-Meter-Raum. Luftballstaffetten quer durch den Strafraum, doch am Ende behält Keeper Müller die Nerven und die Übersicht. Vielmehr hatte die zweite Halbzeit bis auf eine Vielzahl von Auswechslungen auf beiden Seiten auch nicht zu bieten. Einen bleibenden Eindruck sollte jedoch Herrensees in der 66. Spielminute eingewechselte Zehner Philipp Wolf hinterlassen. Der Freistoßspezialist hätte nämlich mit der letzten Aktion in der regulären Spielzeit in der 92. Minute nach einem ruhenden Ball fast das Siegtor markiert. Doch so ging es beim Stand von 1:1 in die Verlängerung. Also wir wollten eigentlich nach 90 Minuten gewinnen. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber wir wissen, dass der MTV Altlandsberg eine Klasse höher spielt und doch wirklich starke, gute Spieler hat und da kann alles passieren. Ist halt Pokal. Nach 90 Minuten hätten beide es verdient,
zu gewinnen, muss man auch ganz ehrlich sagen, es war für beide, naja, nicht das beste Spiel. Platzverhältnisse waren nicht gut. Ja, bei uns sowieso diese besondere Situation durch den Tod unseres Präsidenten. Aber nach der Verlängerung kann man schon sagen, dass wir verdient gewonnen haben. Denn die Kreisligisten ließen auch in den weiteren beiden 15-minütigen Spielabschnitten hinten nichts anbrennen. Im Gegenteil, die Strausberger Defensive schaltete sich ins Offensivspiel mit ein und setzte wie hier in der 103. Spielminute mit Bleda Mahmouti Duftmarken. Bei der darauffolgenden Ecke Herrensees Mahmouti natürlich mit im gegnerischen Strafraum und auch Empfänger der Hereingabe. Kopfballsieger 2:1 in der 104. Spielminute. MTV-Keeper Hinkelmann wird geschickt bedrängt und zugestellt und hat somit bei Mahmoutis erstem Saisontor keine Möglichkeit, den Führungstreffer zu verhindern. Die Freude auf Seiten des Strausberger Underdogs eskalierte. Fans und Bank waren in ihrem Jubel kaum zu bremsen. Der Drops war gelutscht, aber noch war der 4. Spielabschnitt zu absolvieren und der sollte Herrensees Zehner Philipp Wolf gehören. Nichtsdestotrotz habe ich den Philipp Wolf taktisch tatsächlich erst später eingewechselt, weil ich mir dachte, der ist immer für so ein Siegtor gut. Und es ist tatsächlich auch gekommen und umso schöner. Die Platzherren über ihre rechte Seite mit dem starken 18er Mountup Mbeme. Der zieht bis zur gegnerischen Eckfahne durch. Der ebenfalls eingewechselte Barleben mit einem Chipball in den 5-Meter-Raum. Zehner Wolf völlig blank, kann sich die Ecke aussuchen, verzog aber. Nur noch wenige Augenblicke auf der Uhr. Freistoß Herrensee, Höhe der linken Eckfahne. Die Gäste rechnen mit einer Hereingabe und nicht mit Wolfs Dreistigkeit, den Ball aus dieser Position direkt in den langen Winkel zu zirkeln. Das 3:1 in der 118. Spielminute, die Partie somit endgültig entschieden. Spieler, Trainer und Fans nicht mehr einzufangen. Die Pokalsensation ist geglückt. Das Stadion am Marienberg steht Kopf. Der Favorit aus Alt-Landsberg ist besiegt. Für den MTV heißt es nun abputzen und volle Konzentration auf die letzten Hinrunden-Ligaspiele. Richtig, so wollten wir eigentlich auch genauso in der zweiten Halbzeit agieren. Wie gesagt, das Geläuf ist auch, man hat es oftmals gesehen, dass der Ball doch relativ weit weggesprungen ist. Ja? Der hat es Beinmannschaft nicht einfacher gemacht. Man muss ganz klar sagen, heute großes Kompliment auch an den Gegner. Das haben sie clever gemacht. Die Innenverteidigung, die beiden, würde ich sagen, perfektes Spiel heute geleistet von Herrensee. Nahezu jeden Ball abgefangen, jeden Ball abgelaufen. Und genau das war nachher auch unser Knackpunkt, dass wir einfach nicht mehr in den nötigen Slot reingekommen sind. Und es hat ein bisschen... ich sag mal, in der Mitte der Biss irgendwo vielleicht noch ein bisschen gefehlt. Da waren zu große Lücken und das war nachher mit unser Hauptproblem. Ja. Wir haben jetzt noch zwei Spiele, ja. Die wollen wir beide noch gewinnen. Wir haben einmal ein Derby gegen Petershagen bei uns zu Hause und haben dann letzten Spieltag gegen Lokomotive Frankfurt noch ein Auswärtsspiel, Tabellenletzter, aber in der Liga hat das einfach alles nichts zu heißen. Wir sind relativ schlecht gestartet in die Saison, haben uns dann gut gefangen. Wie gesagt, es gibt immer mal so eine Partie, wenn ein, zwei, drei, vier Leute fehlen in dem Niveau, kann es den Ausschlag geben. Und wenn man dann sowas hat wie heute, obwohl wir eine sehr gute Mannschaft hatten, ja, wie gesagt, wir haben es selber gesehen, wir sind nicht in den Tritt gekommen, wir sind nicht richtig reingekommen. Zweikampfführung war zweite Halbzeit wesentlich besser. Erste Halbzeit, ja, kann man dran feilen und das kann dann halt spielentscheidend sein. Die Seitzelf darf hingegen noch auf zwei Hochzeiten tanzen und auch vor dem ersten Double in der Vereinsgeschichte des FC Herrensee träumen.